In diesem Screencast werde ich demonstrieren, wie man mit Hilfe des Cosmos 2, dem Portal für die Korpusrecherche in den Textkorpora des Instituts für deutsche Sprache, Entwicklung des öffentlichen Diskurses über Flüchtlinge untersuchen kann, beziehungsweise welche Schritte in Cosmos 2 hierfür vorgenommen werden. Als ersten Arbeitsschritt werde ich zeigen, wie man geeignetes Teilkorpus zusammenstellt und als zweiten Schritt, wie man die textuelle Umgebung des Wortes Flüchtling mithilfe einer sogenannten Konkurrenzanalyse erforschen kann. Anschließend werde ich auf ein paar wissenschaftliche Arbeiten hinweisen, die mit diesen Werkzeugen gearbeitet haben. Zunächst zur Auswahl eines Teilkorpus. Ich bin schon bei Cosmos 2 angemeldet. Als erstes müssen wir uns für ein bestimmtes Textarchiv entscheiden, in diesem Fall für das Archiv der geschriebenen Sprache. Danach wählen wir ein Textkorpus aus. Für unser Beispiel habe ich die Texte der Zeitung Die Zeit von 1953 bis 2015 ausgewählt. Jetzt müssen wir das Zeitkorpus eingrenzen, da insbesondere für den Vergleich der ersten und der letzten 10 Jahre der Zeitausgaben signifikante Unterschiede im Gebrauch der Bezeichnung Flüchtling erwartet bzw. vermutet werden können. Um ein Zeitkorpus für die Jahre 1953 bis 1963 bzw. 2005 bis 2015 zu erstellen, gehen wir folgendermaßen vor. Zuerst muss man innerhalb des Reiters Korpusverwaltung geladener Korpore anklicken. Anschließend gehen wir auf den Reiter Neu, so dass sich ein Dialogfenster öffnet. In diesem Dialogfenster suchen wir zunächst nach den Texten aus der Zeit, indem wir in das Suchfenster Folgendes eingeben. Jetzt markieren wir alle Zeitausgaben von 1953 bis 1963. Und drücken auf den Reiter Markierte Dokumente aktivieren, um sie als unser eigenes Korpus zu definieren. Dieser Vorgang nimmt einen kleinen Moment Zeit in Anspruch. In diesem leeren Feld legt man den Korpusnamen fest. Und klickt auf Übernehmen. Nun müssen wir das Korpus noch speichern. Und aktivieren. Dieselben Schritte, die ich aus Zeitgründen nicht noch einmal einzeln zeige, führen wir aus, um ein Korpus der Zeitausgaben von 2005 bis 2015 zu erstellen. Nun geben wir im Feld für Suchanfragen den Operator und sowie Flüchtling ein. Auf diese Weise wird in unseren Korpora nicht nur nach Flüchtling, sondern auch nach allen Flexionsformen dieses Wortes gesucht. Wir klicken auf Suchen, im Anschluss daran auf den Reiter Ergebnisse. Für die Untersuchung von Diskursen ist es hilfreich, nach Wörtern Ausschau zu halten, die gemeinsam mit dem gesuchten Wort, hier Flüchtling, auftreten. Daher wollen wir uns bei der Ergebnisauswertung auf den Reiter Konkurrenzanalyse konzentrieren. Wir starten die Analyse. In der Spalte Konkurrenzen der Ergebnisdarstellung ist erkennbar, dass in den Zeitausgaben von 1953 bis 1963 Wörter wie Sowjetzone und Westberlin gemeinsam mit dem Begriff Flüchtling auftreten. Durchsucht man dagegen die Zeitausgaben von 2005 bis 2015, findet man Wörter wie Lampedusa und Syrien, die in textueller Nachbarschaft zu Flüchtling verwendet werden. Mit dieser einfachen Analyse können also komplexe gesellschaftliche bzw. diskursive Entwicklungen veranschaulicht werden. Eine solche Konkurrenzanalyse kann Teil oder ein nützlicher Untersuchungsschritt in einer Analyse sein. Man kann aber natürlich auch die ermittelten Belege selbst genauer analysieren, die umgebenden Texte im Zusammenhang betrachten und andere Verfahren anwenden.
Heute stand im Mittelpunkt die Auswahl von Teilkorpora und die Nutzung des Konkurrenzwerkzeugs. Hier noch einmal der Link zu Cosmos 2 und auch zur IDS-internen Online-Hilfe. Wenn Sie sich für wissenschaftliche Arbeiten interessieren, die mit diesen Werkzeugen gearbeitet haben, hier zwei Beispiele. Zudem noch ein etwas älterer Beitrag, in dem es um die Bezeichnung Flüchtling geht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.